Willkommen zurück, Leute, zu Edna Bericht aus. Und wir können jetzt sagen, ich bin bereit. Tempo morphe mich in die Vergangenheit. Ja, Tempo morphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Wir dürfen also mit Harvey spielen, unserem lustigen kleinen Hasen. Schaut mal, wie cool er guckt schon wieder. So, das ist also Herr Hornbusch. Das ist Ednas Lehrer, Herr Hornbusch. Ich kann Mathe nicht ausstehen. Aber er läuft hier frei rum, ohne dass es jemand interessiert. Ach, Alfred. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Alfred ist tot, wie es scheint. Ich erkenne ein Muster. Und das Muster ist wichtig für was? Wir gehen mal zum Schrank hier. Loch. Aha. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Wir packen mal die Sachen wieder in unser Inventar, weil das ist ja immer wichtig für Edna. Mantel, sonst ist egal. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Wie praktisch, dass der Schrank ein Loch in Guckhöhe hat. Ja, dann geh mal wieder raus. Genau. Was ist hier? Ednas Sachen. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. So, wir reden mal mit ihr über den Brief. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Wie jetzt? Darum müssen wir uns jetzt kümmern? Die Welt ist viel zu groß, um für längere Zeit irgendwo eingesperrt zu bleiben. Das stimmt. Das stimmt. Ja, mache ich mal die Karte. Reden wir über den Herrn Hornbusch. Globus, wir nehmen mal alles. Alfred. So, legen wir mal los. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Später, Harvey. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst. Später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Und Alfred. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna! Reiß dich zusammen, Edna! Okay, dann können wir da rausgehen? Können wir raus? Hinter dieser Tür beginnt der Spaß. Können wir raus? Hinter dieser Tür... Nee, wir müssen also hier bleiben. Mach ich denn jetzt? Vielleicht die Sachen ins Inventar packen und jemand anderen damit nerven? Ich packe ihn mal gleich... Kann man das zweimal reintun, damit... Nee, dann nicht. So, Brief und dann mal den ansprechen oder Alfred ansprechen. Mach ich ihn jetzt mal. Oder den Brief. Guck mal, hier oben ist auch noch so ein Schädel. Sein oder nicht sein? Den Schädel, können wir den Schädel auch reinpacken? Ja, sehr schön. So, Brief. Verbinden vielleicht mit was? Nochmal Edna. Hey Edna! Ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Gut. Schädel? Erinnerst du dich an den Schädel? Psst. Später, Harvey. Wie blöd. Was mache ich denn jetzt, wenn sie immer nicht reagiert? Herr Hornbusch. Vielleicht selber an den Brief richtig kommen? Vielleicht müssen wir da irgendwas tun? Tafel nochmal? Tafel vielleicht. Ja, guck mal. Ich kann Mathe nicht auf. Nochmal Mathe-Formel. Genau, vielleicht die Mathe-Formel und dann auf Edna? Ihr helfen oder so? Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Später, Harvey.
Auch das funktioniert nicht. Shit. Was sagt Poki? Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der... Oh, das wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Ich dachte, das könnte ich so nebenbei machen. Nochmal bitte dann. Herr Hornbusch ist einer der uninteressantesten Charaktere in Edna bricht aus. Aber an dieser Stelle möchte ich mal ein paar Worte über das Farbschema der Charaktere verlieren, weil ich häufiger gefragt werde, nach welcher Logik ich halt manchen Charakteren in Haut und Augen Fehlfarben verleihe. Das geschieht rein intuitiv. Ich glaube, es hat etwas mit Menschlichkeit zu tun. Wenn sie ihre Menschlichkeit verlieren, sieht man das den Leuten auch an. Herr Hornbusch konnte von Edna niemals als tatsächlicher Mensch gesehen werden. Sprechend ist er blau. Oder aber stammt aus der Sesamstraße, das kann natürlich auch sein. Ja, ich tippe auf Sesamstraße. So, wir haben jetzt noch einen Zettel entdeckt, Edna. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Wie? Was ist das? Können wir das vielleicht tauschen? Zettel mit hier Brief, so das tauschen? Kann man da was machen? Ich komm da ja nicht ran, ne? Machen wir denn da mal? Vielleicht Herrn Hornbusch auf das hier? Man kann ja nichts. Komm ich denn da ran? Das ist lol. Er kann ja nur reingucken. Da steckt ein Brief in der Tasche von Herrn Hornbuschs Mantel. Ja. Jetzt? Was jetzt? Wie praktisch. Ja, voll praktisch, aber irgendwie... Irgendwie auch ganz schön schwierig. Noch irgendwas, kann man was... Ein Fenster ist ja auch noch da. Ach so. Ah, okay. Noch ein Fensterchen. Spielplatz. Ah, dann kann man die Sachen da... Okay, dann packe ich die mal wieder raus. Aber geht ja eh nicht. Habe ich ein bisschen Platz. Karussell. Eisbude. Riesenrad. Zirkus. Habe ich schon. Teich. Ja, noch was übersehen? Sonne. So. Jetzt habe ich mal einiges mitgenommen hier. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, gut. Dann gehen wir wieder. Dann können wir darauf ja mal Edna ansprechen. Auf die schönen Dinge da draußen. Edna, Edna, Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres! Oh nein! Und ich muss hier sitzen und Nummern schubsen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Oh ja. Verstanden? Ja. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Das ist doch schön. Wir wollen ja in den Schrank. Das heißt, sie muss jetzt hier ordentlich drüber quatschen. Wie wär's mit dem Zirkus? Edna, Edna, Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt! Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss ja, doch das sehr war bitten. Das zweite Mal. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna! Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Oh, das wäre echt leid, doof. Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Ja. So, dann wie wär's mit dem Riesenrad oder der Eisbude? Edna, Edna, Edna! Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Oh, ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Oh, Alfred. Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Oh, ja. Edna, das Maß ist voll.
Du kommst jetzt in den Schrank. Alles klar. Na los, beweg dich. Aber... Keine Widerrede. Ja, ist doch praktisch. Wunderbar. So, jetzt kommen wir mal, gucken wir mal hier durch zu Edna. Oh, Edna. Sie sieht unglücklich aus. Arme Edna. Können wir jetzt Edna spielen? Komm, Edna. Edna, spiel doch mal Edna. Da steckt ein Brief. So, sprich sie mal darauf an. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Dann gib ihn doch Harvey. Den Brief. Loch. Wie praktisch, dass... Was mache ich jetzt? Sie sieht unglücklich. Kann ich das denn jetzt... Sie kann nichts erkennen. Ja, ich würde sagen, durch das Loch packen, sodass Harvey es lesen kann. Was ist das für ein Zettel? Der ist nicht wahr. Mein Vater hat heute... Achso, dann gehen wir nochmal zurück. So, jetzt packe ich den Zettel nochmal rein. Es ist viel zu dunkel. Müssen wir jetzt echt Licht organisieren oder... Oder was anderes? Nochmal die Formel da. Blöder Alfred. Nehmen wir auch nochmal mit. Pack jetzt nochmal alles hier rein, für den Fall, dass es doch nochmal wichtig sein sollte. Ja, gut. So. Und jetzt? Alfred ist eine alte Petze. Genau. Ein Petzfrosch. Petzfrosch. Lass uns auf Schatzsuche gehen. Dazu müsste ich zuallererst einmal aus diesem Schrank raus, oder? Wir sollten hinaus in die weite Welt. Ich wäre für den Anfang schon froh, wenn ich aus diesem Schrank hinauskäme. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Wir könnten doch wieder den Schädel mit Plackerfarben anmalen. Dazu müsste ich zuallererst einmal aus diesem Schrank raus, oder? Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey? Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Okay, und dann hat sie den Zettel ja jetzt mitgenommen, oder? Den Brief. Jetzt sitzt sie hier auch wieder. Ist das jetzt derselbe Zettel? Edna sieht irgendwie un... Eine Notiz von Mattis, Ednas Vater. Wo ist denn jetzt der Brief? Och, der ist jetzt wieder da drin. Ja, das ist ja doof. Wie praktisch, dass der Schrank... Oh, jetzt müssen wir sie wieder ablenken. Edna, Edna! Nein, das kann unmöglich stimmen. Ich habe es gesehen. Das ist unfair. Unfair, unfair, unfair. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna fühlt... Ich kann nicht... Edna kommt nicht bei der dritten... Gut, so, ich mache das jetzt noch mit den anderen beiden Sachen, dann geht sie wieder in den Schrank. Da müssen wir... Irgendwas müssen wir dann machen. Edna, Edna, ich... Herr Horn, Edna, ich kann... Ich muss das... Wir müssen für Licht sorgen. Edna, Edna, ich... So. Mal ein bisschen schneller hier gemacht. Die Sachen nochmal angesprochen. Und, ja, wir haben jetzt nicht die Kommentare gehört zum See und was weiß ich. Geht ja vielleicht noch, vielleicht kann ich das nochmal machen. Wichtig ist ja jetzt, dass sie den Brief behält. Sie nimmt ihn also nicht mit. Ich hätte jetzt gedacht, die nimmt ihn mit. Da steckt ein... Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Warum nimmt sie den nicht mit? Was ist das für ein Zettel? Der ist nicht weiter. Mein Vater hat heute Morgen wieder einmal vergessen, mein Frühstück rauszustellen. Voll traurig eigentlich. Was sagt Poki dazu? Ja, ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das beim Spielen oder Schreiben des Spiels reflektiert, aber eigentlich ist der Sachverhalt, dass Edna zur Strafe für Störung des Unterrichts in einen Schrank gesperrt wird, doch hochgradig bedenklich. Jetzt möchte ich aber das Augenmerk einmal auf dieses wundersame Kleiderstück im Hintergrund lenken, zumal dort der Brief, den
Mattes an Herrn Hornbusch geschrieben hat, drin steckt in der Tasche, müssen wir wohl davon ausgehen, ja, dies ist der Mantel von Herrn Hornbusch. Wie sieht er wohl in diesem Mantel aus? Warum trägt er ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Danke, Poki. Tür? Wir müssen dich hier irgendwie rausbekommen. Ja, das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Geschichte meines Lebens. Stimmt. Mathe ist ätzend. Lass uns abhauen. Würde ich ja gern. Leider sitze ich in diesem Schrank fest. Wie wir sie da wieder rausbekommen, wissen wir ja mittlerweile. Aber wie wir Licht machen, wissen wir nicht. Wie können wir denn mal Licht machen? Gehen wir nochmal zum Fenster. Hier, Sonne. Bild dir Sonne ein, Edna, und dann wird's schon hell. Geh zu raus. Können wir denn... Achso, wir können dann wieder zurück sozusagen. Nicht nach Hause, ich denke schon, hey, Fenster aufmachen hier. So, ich nehme jetzt nochmal den Teich hier rein. Ein paar andere Sachen. Man weiß ja nie. So. Licht. Ich versuche es mal mit der Sonne. Edna, heute ist der wärmste Tag des Jahres. Ganz toll. Und ich hocke in einem Schrank fest. Ja, Edna, wir kriegen dich schon hier raus. Aber du hast den Brief da jetzt sonst wo? Oder was? Sie sieht un... Ja. Warum kann man sie nicht spielen? Das ist so doof. Dass ich hier nicht auf Edna gehen kann. Muss man also was anderes machen. Aha, Hornbusch hier rein. Alfred. Das. Und das. Und den Zettel natürlich. Die, wo ich das denke, die ganze Zeit tauscht die das vielleicht aus. Dann hätte sie den ja mitnehmen können. Und dann ist halt der Falsche da drinne. Aber das ist vielleicht ja auch nicht gut. Dann wird sie vielleicht entdeckt. Weil der merkt das ja auch dann. Oder so. Herr Hornbusch. Vielleicht können wir... Nee, es funktioniert immer nicht gegenseitig. Es geht nur auf Edna. Weil es ist ja ihre Fantasie mit HW. Deswegen reagieren die anderen ja auch gar nicht auf HW. Oh Gott, ich habe schon Angst vor dem Moment, wenn HW am Ende irgendwie da nur sitzt als ganz normales Stofftier und sich gar nicht bewegt und das alles gar nicht wirklich passiert ist. So, ich mag HW. Der ist so... Ach, guck mal, ist der nicht schnuddelig? Die gibt es auch als Stofftier zu kaufen. Ich habe mal geguckt, ob man den HW haben kann. Aber kostet 30 Euro oder so. Aber sieht schon gut aus. Steht auch dran. Mit echter Watte im Bauch und halt wie der echte HW ist und so. Sehr cool. So, Tafel. Ja, ich weiß nicht, was wir... Weiß ich nicht, dann kommt sie raus, aber es ist nicht genug Licht da. Müssen wir ja irgendwas mal machen können hier. Oder kann er jetzt, weil Edna nicht da ist, an den Tisch vielleicht? Wäre ja auch eine Idee so. Weil es ist ja leer jetzt hier. Alfred, der Sack. Alfred ist schon ein selten dummer Schnösel. Alfred. Tür. Ja. Hornbusch. Ist hier irgendwo eine Lampe oder Scharnieren? Das Loch, dass man hier so ein bisschen Licht reinbringen könnte. Ach, Edna, jetzt guck doch nicht so. Edna! Zettel. Wo ist denn der Brief jetzt? Wenn sie... Ich verstehe das nicht. Wenn sie rausgeht, hat sie den nicht mehr. Dann muss sie doch in den Schrank. Vielleicht könnte man ihr, wenn sie vorher im Klassenraum sitzt, irgendwie Licht geben. Und das ist ja auch Unsinn, oder? Ihr müsstet den doch nur rausreichen. Oder, ja, durchstopfen. Denn der Edna. Kein Brief. Gib ihn doch einfach zum Loch raus. Loch. Ach, das geht sogar. Du könntest mit dem Brief in das Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld?
damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Das ist ja merkwürdig. So, dann komm mal wieder raus. Wir haben ihn ja jetzt gelesen. Vielleicht kann... So. So, jetzt sitzen wir wieder hier. Ja. Und gehen raus. Wir müssen dich herausbekommen. Psst. Später, Harvey. Also sonst kommst du ja nur in den Schrank. Und wir wollen ja irgendwie ganz raus. Vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein. Wie den Alfred hier oder was weiß ich. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Wie kriegen wir die Edna hier raus? Na, wenn wir nochmal von den anderen Sachen hier erzählen von draußen, dann geht's ja wieder ab. Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen! Oh, ich will auch baden gehen! Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche! Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren! Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht! Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung! Bei der Verwarnung guckst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Okay. Ja, schön. Dann, Edna, raus bitte. Fenster? Nee, wir haben ja alles drinne. Komm. Mach doch mal Mathe schneller, dann kommen wir raus. Mach doch mal richtig gut jetzt, Mathe. Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Später, Harvey. Wenn sie das jetzt richtig gut hinkriegt, dann kann sie ja vielleicht raus. Dann kann er ja nichts sagen, so, weißt du? Zettel. Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Hm, du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Das ist ja toll, jetzt können wir vielleicht Unterschriften fälschen. Harvey! Haha, jetzt können wir das anwenden. Oder so. Ja, das mache ich mal im nächsten Part. Das wird dann total spannend am Anfang des nächsten Parts. Und deswegen schauen wir alle den nächsten Part bei Edna bricht aus. Leute, bis dann!